Am Freitag auch meine letzte Sendung hier beim MDR, haben Sie vielleicht auch gesehen, Musik auf dem Lande. Also die ganze Zeit bei euch zu Hause im Wohnzimmer, aber jetzt mal live und das ist ein viel, viel besseres Gefühl. Ich habe euch so viele schöne Lieder mitgebracht von meiner neuen CD. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte euch die schlechte Laune so richtig verderben. Einverstanden? Ja? Und heute tanze ich mal nicht, heute tanzt ihr. Es ist ganz schön viel los, aber so ein bisschen Platz, na, oder? Geht schon, oder? Disco Fox geht immer, zum Beispiel bei diesem Lied hier. Dieses Tanztraining, das ist ganz schön hart. Also wir trainieren jeden Tag 8 Stunden. Am Freitag ist immer die Live-Show, das ist immer direkt in Köln. Könnt ihr dann daheim im Wohnzimmer sehen und dann geht's am Samstag nach Hause. Manchmal trainieren wir schon am Samstag dort noch im Studio. Das nächste Mal ist ja so ein Gruppentanz dran und dann am Sonntag 8 Stunden, Montag 8 Stunden, dann zwischendurch ein Konzert und ja, so richtig was bringen. Sagen die meisten, tut es bei mir nicht. Vor allem der Lambi, der hat ja immer was zu meckern, oder? Meckern. Aber wenn der nichts zu meckern hat, dann ist er krank, glaube ich. Das nächste Mal übrigens darf ich Wiener Walzer tanzen. Oh. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Es wird aber eine völlig verrückte Version, weil wir machen ein Movie-Special, also es geht um Kinofilme. Und da bin ich der Joker aus Batman mit grünen Haaren, also erschreckt mich. Ja? Ich bin's, der Maximilian. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Also heute Nacht wird nochmal weiter trainiert. Und ich mache ja dabei letztendlich wirklich alles mit. Ich habe es nicht leicht. Ich bin ja eigentlich ein Tanzmuffel, kann das überhaupt nicht drum. Meine ganze Familie, wir standen immer auf der Bühne, wir haben immer Musik gemacht für die Menschen, damit die tanzen können. Aber jetzt habe ich mich mal in dieses Abenteuer gestürzt. Dann wurde mir die erste Tanzpartnerin gleich mal weggeschwängert. Ja, die Isabel Edwardson musste ich mich auf eine neue einstellen. Aber die macht das ganz gut. Also die macht mich immer lockerer und wir haben sehr, sehr viel Spaß zusammen. Ich habe ja gesagt, meine Familie, alles Musiker, der Papa, der Henry Arland, sie haben uns bestimmt damals gesehen, als wir als kleine Jungs auf der Bühne standen, mit dem Bruder, mit dem Hansi, ich damals 12 Jahre, das war 1993, da haben wir angefangen in den Sendungen, damals die ganzen Hitparaden und Grand Prix, der war mittlerweile 36 Jahre alt, fast 24 Jahre darf ich diesen Beruf schon machen. Also Sie sehen es, ich werde auch langsam alt. Und mir wachsen graue Haare. Ich bin froh, dass ich blond bin, da sieht man das nicht so. Aber wirklich wahr. Also nicht wegen der Musik, sondern wegen dem Tanzen jetzt gerade. Aber es ist ein tolles Gefühl, schon so lange auf der Bühne stehen zu dürfen, Fernsehen machen zu dürfen, für euch, für meine Fans. Und angefangen hat ja damals alles in den 60ern der Großvater. Der war quasi der Ursprung unserer Arland-Familie, unserer Arland-Musiker-Dynastie. Der hat nämlich in den 60er Jahren Roy Black entdeckt und all diese wunderschönen Lieder für ihn komponiert. Mein Opa ist leider vor ein paar Jahren gestorben, aber ich habe ihm fest versprochen, dass ich seine Lieder immer bei meinen Konzerten singen werde, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Und ich weiß, die Leute lieben diese Lieder. Ich hoffe auch hier in Thalen. Hier sind die schönsten Lieder aus der Feder meines Großvaters. Die größten Hits von Roy Black. Ich habe immer gedacht, wer so ein Lied wie Ganz in Weiß in der Familie hat, wie bei uns, der erlebt mit seiner Frau irgendwann mal die goldene Hochzeit. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mittlerweile habe ich mir gedacht, mein Gott, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Vor allem hier in Thalen. Ich bin trotzdem sehr, sehr glücklich. Alles, was da so passiert ist die letzten Jahre, und Sie können das ja in den Zeitungen mitverfolgen, das ist ein bisschen unser Los, die Schattenseite des Ruhms. Man hat unheimlich viele schöne Momente, viele tolle Erlebnisse, aber dann ist es halt wieder so, wenn man prominent ist, da kann jeder in der Zeitung nachlesen, was im Privatleben so passiert, und dann treffen sie sich beim Bäcker und erzählen sich, was hat der Arland schon wieder angestellt. Aber das gehört irgendwie dazu. Trotzdem versuche ich nicht immer alles zu kommentieren, und übrigens alles glauben dürfen Sie auch nicht. Ne? Ich habe vor kurzem selber irgendwo gelesen, ich hätte eine Affäre mit Beatrice Egli. Davon wusste ich gar nichts. Ich habe dann gleich die Beatrice angerufen, ob die da irgendwas gespürt hat. Die wusste auch nichts davon. Also letztes Mal stand sogar in der Zeitung, willst du schwanger sein, lad dir den Maxi ein. Also vorsichtig, meine Damen. Ne? Das ist ganz, ganz schnell passiert hier. Aber wir Musiker, wir haben einen großen Vorteil, wir müssen nicht so viele Interviews geben, wir müssen nicht alles bereden, wir singen einfach, was uns bewegt. Und ich habe ein neues Album aufgenommen, das heißt Liebe in Sicht. Und da habe ich einfach alles mal so verarbeitet, was mir die letzten Monate passiert ist. Mein neues Leben als Single, mein neues Leben in Berlin. Und der erste Titel auf diesem Album, der beschreibt natürlich auch einen sehr, sehr einschneidenden Moment.
bin ich dir denn keine Träne wert. Weil gibt es später auch Autogrammkarten und wir haben wunderbare Pakete mit DVD, mit zwei CDs, alles was Sie wollen und vor allem alles tanzbare Titel extra für Let's Dance, damit Sie wenigstens ein bisschen Freude beim Tanzen haben. Aber bei mir wird es auch von Tag zu Tag besser, muss ich sagen. Also es macht wirklich unheimlich viel Spaß. Aber noch lieber bin ich natürlich auf der Bühne, noch lieber singe ich und moderiere ich. Ich habe das letzte Mal gedreht im Erzgebirge. Am Freitag haben Sie die Sendung gesehen und so am Rande der Dreharbeiten war ganz lustig. Da habe ich mit einem Großvater und seinem Enkelsohn ein Gespräch geführt und dann hat der Kleine zu seinem Opa gesagt, weißt du was, zu deinem 80. Geburtstag nächste Woche habe ich ein wunderschönes Geschenk besorgt. Es gibt allerdings eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Opa wollte gleich wissen, was ist denn die gute Nachricht? Hat der Enkelsohn gesagt, naja, für deine Feier habe ich dir Stripperinnen bestellt. Der Opa bekam ganz große Augen, wollte gleich wissen, was ist jetzt daran die schlechte Nachricht. Hat der Enkelsohn gesagt, Opa, die sind alle in deinem Alter. Sowas erlebt man auf dem Land, wenn ich unterwegs bin mit meiner Sendung. Wir drehen schon wieder Ende Mai die nächste. Die kommt dann am, ich glaube, 7. Juli um 20.15 Uhr im MDR. Also ständig unterwegs. So richtig an mir vorbei kommen Sie nicht. Ich war ja auch Anfang des Jahres auf großer Kreuzfahrt bei Verrückt nach Meer. Haben Sie das gesehen? Das hat auch Spaß gemacht. Mit Kapitän Morten Hansen auf der Grand Lady. Ich bin ja da um Japan herumgeschippert, bis nach Shanghai und Hongkong. Es war ein riesengroßes Abenteuer. Und ich als alter Seefahrer mit meinem Musikantendampfer, das war natürlich wirklich ein schönes Erlebnis. Und ich habe mir gedacht, wir können von hier aus noch so eine kleine Weltreise gehen. Haben Sie Zeit? So eine Weltreise in 8 Minuten, das funktioniert natürlich musikalisch und es funktioniert nur, wenn Sie alle kräftig mitsingen. Seid ihr bereit? Ja.